Lass Tschereli, so kann's nicht weitergehen. Was meinst du, sollen wir wieder einmal in den Wald? Oder gehen wir zu den Helgaufen? Auf den Spielplatz in Zeerberg? Weißt du, dort beim Felsen? Hä? Weißt du was? Jetzt hauen wir's. Komm, Cherry Boyli, jetzt ist fertig mit der Pause. Jetzt gehen wir. Weißt du was, Cherry? Jetzt nehmen wir den Weg durch den Wald. Damals gehen wir durch den Wald. Dann sind wir schön versteckt und gar niemand sieht uns. Ja, der Hansi auch nicht. Nein, der Hansi sieht uns auch nicht, wenn wir im Wald sind. Jetzt gehen wir bei den Bienen rauf und mal schauen, ob sie schon Honig gemacht haben. Vielleicht sind sie sogar noch Bienenmänner da. Zement, jetzt hat mich noch eine in den Ellenbogen gestochen. Ja, das war eine aus dem Stock 36. Wenn man so intelligent ansteht wie du, muss dich auch nicht wundern, wie du gestochen wirst. Cherry, Cherry, komm. Wir gehen den Zeerbergfelsen rauf. Da unten bei den Bienen wird man ja sowieso noch gestochen. Papi, ein Bienenstich mir auch. Bist du gar günstig da gestanden? Ja, Cherry, das glaube ich nicht. Der hat lieber ein Stück Käse. Gell, Papi, der Hansi tut immer so, wie wenn er oben der Chef wäre. Dabei weiss ja jeder, da oben ist die Helge der Chef, also die Chefin. Ui, gell, du machst den da gut. Hei noch einmal. Bist ganz brav. Schau mal die schönen Sachen, die Helga auf dem Felsen gepflanzt hat. Am Zeerberg ist es eben wie im Paradies.
Da wachsen sogar Feigen. Und Lina hat Trauben gepflanzt. Die kommen auch wunderbar. Und gehen wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder einen tollen Wein. Siehst du, Cherry, und gerade beim Haus von Helga hebt der Zehrberg noch seine Nase zum Boden aus. Miau, ich sehe, wie der Hansi wieder runterschaut. Ich habe das Gefühl, der beobachtet uns. Hansi! Hansi! Der Gary kann ja nicht einmal fliegen. Eine schwarze Kreie mit vier Füßen, das gibt's ja überhaupt nicht. Ich bin der Hansi. Cherry, du bist ein Fläsch. Und der Papi kann ja nur Hansi rufen. Ich bin ein Kreie, wo seit Geburt am Zehrberg wohnt. Und ich heiße Hansi. Gebt Acht! Hansi spricht zu euch! Ja, und da sieht man über das ganze Dorf St. Margrethe. Und jetzt haben wir genug gespielt, Cherry. Jetzt gehen wir wieder heim, zum schauen, ob Mami ein paar feine Häppchen hat für uns. Schauen wir sie jetzt sogar bis im Bodensee raus. Und sogar Lindau sieht man. Und schau, der Sultan hat auch schon gewartet auf uns. Er ist halt nicht mehr so ein Junge.